Peace, Freunde, was geht? Und herzlich willkommen in Los Angeles, die Stadt der Engel, Women with Weather. Los Angeles ist wahrscheinlich eine der leckersten und auch vielfältigsten Städte der Welt. Und wir starten heute mit einer, ich nenne es mal LA Classics Food Tour. Beginnend mit einem der ältesten Delikatessengeschäfte der Stadt. Mit einem Pastrami-Sandwich einfach, mindestens genauso lecker wie in New York. Gefolgt von einem Abstecher nach Koreatown. Für einfach ein Next Level Korean Barbecue, Ribeye, Short Rib, Feuer, alles drum und dran. Abschließend mit dem Los Angeles Klassiker schlechthin, Tacos. Sich drehendes Grillfleisch, knusprig heruntergeschnitten, serviert mit einer Ananas in einer Tortilla. Los Angeles, meine Damen und Herren, let's go. I'm not going back to Scotland again. Why? There's nothing there. It's like landscape. It's like Viking land. Thanks, bro. Bye. Ey, aber bevor wir zu den Tacos kommen, brauchen wir noch ein kleines Frühstück, meine Damen und Herren. Und es ist soweit. Was essen, darf ich sagen? Ja, hau raus. Pastrami, Langers, world famous, Jewish Kitchen ist es, oder? Kann man so sagen, ja. Wir haben uns eingefunden an der Grenze von Koreatown zu Downtown. Hier im Hintergrund sieht man auch schon die Skyline und stehen vor einem der berühmtesten Jewish Delis auf der gesamten Welt. Auf deren Instagram-Seite steht auch klar und deutlich geschrieben: World's Best Pastrami. Ist auf jeden Fall eine kleine Ansage gegen Katz und gegen die New Yorker Delis. Dementsprechend bin ich zuversichtlich, dass uns gleich hier ein ultra saftiges Sandwich erwarten wird. Hi. Can I see the voucher ID, please? Sure, the menus. Thank you. You're welcome. Meine Damen und Herren, es gibt gleich Pastrami-Sandwich. Einfach in Los Angeles. Sandwich mit Pastrami, mit Coleslaw, mit Swiss Cheese auf weichem Brot. Es ist soweit. True, please. Vor 3 Jahren habe ich hier vor verschlossener Tür gestanden, auch wegen einem Feiertag oder irgendwas. Bin ich reingekommen, hat mich mega geärgert. Und heute sind wir hier drin. Wir sitzen auf diesem weichen braunen Polster, umgeben von dunklem Holz und auch wieder eine Institution hier in Los Angeles. Du spürst wieder die Originalität, du spürst die Authentizität. Wieder so ein kleines Museum, in das du reinkommst. Yes. Okay, go for it. Let's go. We do the famous pastrami with coleslaw and Swiss cheese. 19. Onion bagel? Mm-hmm. White, Sesame. Okay, thank you guys. I'll bring it in a minute. Was für eine freundliche Bedienung, meine Damen und Herren. So macht es doch Spaß zu bestellen und seinen Tag mit einem schönen Frühstück zu starten. Im Hintergrund, ihr seht diese riesige Küche, wo die Sandwiches und alle Delikatessen zubereitet werden. Die Karte ist auch sehr umfangreich, muss man sagen. Es gibt einfach alles, was das Deli-Herz begehrt. So. Von Pastrami zu Corned Beef, zu Matzo Bowl Soup, zu Lock's Bagel. Es ist so dieses American 70er-Jahre-Filmmäßige. Und es ist auch eine Ruhe hier drin. Diese leichte Musik im Hintergrund ist schon wirklich, ja, es ist schon wieder ein richtig cooles Erlebnis. Wie prickeln kann ein Wasser aussehen? Es hat so schön geprickelt in meinem Bauch. Ja. Wie sollen wir diesen ganzen Lachs essen, bitte? Boah, der ist so lecker, der geht runter wie Wasser. Echt? Peace, Freunde, was geht? Und herzlich willkommen zu einer weiteren Werbung. Heute zu Gast Rhino Shield, die nicht nur schönsten, sondern auch mitunter sichersten Hüllen auf dem Markt. Und die Frage, die wir uns hier alle stellen, was passiert, wenn ich mein Handy runterfalle? Richtig, es passiert nichts. Auch wenn ich mein Handy von hier runterfallen lasse. Richtig. Es passiert nichts. Man hat nicht gesehen, wie das Handy auf den Boden fiel, aber es passiert nichts. Es passiert nichts. Aber abgesehen von dem offensichtlich bestandenen Drop-Test gibt es neben der qualitativ hochwertigen Verarbeitung auch unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten und Designs für eure Hüllen, aus denen ihr wählen könnt. Ich persönlich feiere so eine klare Hülle am meisten, weil du einfach noch das schöne Handy durchsiehst. Aber selbst die kannst du dir noch individuell gestalten, weil du diese Buttons austauschen und in verschiedenen Farben anpassen kannst. An der Stelle bedanke ich mich recht herzlich bei Rhino Shield für die Unterstützung. Ihr findet alle Infos in der Infobox und mit dem Rabattcode LUKAS10 spart ihr 10% auf eure Bestellung. Guck mal selbst, die Hülle für die Hülle ist einfach stabil. Große Krabbe Pizza, Ihre Bestellung bitte. Ja, ich hätte gern 14 Margarita und 2
Es passiert nichts. Hey, dieses Sandwich sieht so weich aus, einfach so saftig, so schön. Und auch dieser Tisch, Leute, was soll ich euch sagen? Diese Farben, einfach ein Bild, wie gemalt wieder, auf diesem oldschool klassischen Geschirr, auf diesem braunen Holztisch. Das macht einen einfach glücklich, wenn man das sieht. Ganz zu schweigen von diesem Sandwich. Einfach der kalifornische Bruder von Katz Delikatessen. Aber ich würde sagen, machen wir es ein bisschen spannender. Probieren wir mal den Lachs. Wie frisch kann ein Stück Lachs aussehen, Leute? Nehmen wir gleich zwei. Du musst nicht kauen. Du musst nicht beißen. Du musst dieses Stück Fisch einfach nur in deinen Mund legen und warten. Der isst sich von selbst, wie Randy sagen würde. Und das perfekte Fundament für diesen Lachs ist natürlich der von uns allen geliebte Bagel. Klein, kompakt, schön getoastet an der Oberseite. Der ein Zwiebelbagel ist, um genau zu sein. Den wir jetzt erstmal mit diesem cremigen Frischkäse beladen. Und die ultimative Kombination ist Lachs, Tomaten und Zwiebeln. That's it. Wir sind zurück in New York. Eieiei. Auch eigentlich der erste Lachsbagel, den ich mir selber belege. Eieiei, einfach das ultimative Frühstück. Das ist einfach das Frühstück. Let's go, Leute. Mm. So for that, you do have to ask for it. Der Bagel ist es einfach. Der ist so schön weich und teigig. Nach dem habe ich gesucht. Der ist teigiger als in New York bei Russ & Daughters. Der Bagel ist es einfach. Aber wenn die Bagels nicht weich genug sind, dann beißt du drauf, musst du reißen und das ganze Sandwich verschiebt sich. Ich meine, es verschiebt sich hier auch, aber es hält sich in Grenzen, glaub mir. Und dieser Frischkäse ist einfach so schön cremig. Und ich meine, ich glaube, ich muss niemandem erzählen, wie die Kombination aus Frischkäse, Lachs und Zwiebeln funktioniert. Die drei Sachen zusammen ergeben einfach nur Liebe. Dieses frische, leicht süßliche von der roten Zwiebel. Dieses cremig-fettige von dem Lachs und noch viel cremiger und fettiger von dem Frischkäse aufgefangen. Von diesem weichen Bagel, der alles so schön zusammenklebt. Und zwischendrin, Leute, greift mal hin und wieder zu so einem Gürkchen. Vertraut mir. So, diese saure, salzige balanciert diesen Bagel einfach perfekt aus. Oh, leicht süß. Diese Gürkchen. Stark. Und dein Mund ist wieder bereit, um in den Bagel zu beißen. Das ist ja einfach die Traumvorstellung. Frischkäse und Lachs. Wie zu Hause. Nimmst nur Zwiebeln, Lachs. Die Tomate kommt auch sehr, sehr geil da drin, muss ich sagen. Habe ich noch nie gemacht. Hammer. Der Lachs hat auch richtig lachsigen Geschmack. Auch der perfekte Teig, du hast recht. Der Bagel ist heftig. Stark, ja. Kommen wir zum Eingemachten, meine Damen und Herren. Das Pastrami von Langers. Seid ihr bereit? Eieiei. Was sagt ihr? Dieses schön rosa Fleisch. Getoppt von Swiss Cheese, Krautsalat und Russian Dressing. Eine Fusion aus einem klassischen Pastrami-Sandwich, einem Ruben, aber irgendwie mit Krautsalat anstatt mit Sauerkraut. Crazy, habe ich noch nie so gegessen. Und dieses Sandwichbrot, so schön weich, mit Kümmel verfeinert. Und da sieht man auch schön orange, dieses Russian Dressing. Los geht's. Ich muss ehrlich sagen, ich dachte, das Sandwich wird ein bisschen zu wässrig, weil sehr viel Salat ist. Ich dachte, das Fleisch wird ein bisschen ausgebremst mit der Flavor. Aber das ist so schön saftig, dieses Fleisch. Es hat so einen schönen starken Geschmack. Es ist so schön weich und sanft. Auch das Brot. Muss nicht mal beißen, yo.
Und schau, wie schön klebrig auch dieses Brot ist. Das alles so schön in einer Kapsel hält. Gerade so weich genug ist, um alles zusammenzuhalten. Wäre das Brot ein bisschen weicher, es würde reißen. Einfach Sandwich-Ingenieurs-Meisterleistung. Ich muss ehrlich sagen, als ich bei dir in New York dieses Video gesehen habe, gell, habe ich mir so gedacht, das ist dieses, kennst du dieses Sandwich, wenn Oma Sandwich macht, die legt so nicht eine Scheibe Salami drauf, nicht zwei, sondern richtig drei, vier. Oma will immer das Beste für einen. Und das ist für mich dieses Sandwich so. Es ist einfach so viel Fleisch drin. Wow. Komplett vorbei. Da muss noch ein bisschen viel Fleisch einmal. Der Riesen. Dieser Kohl's, Alter, Verweiler. Überragend. Es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Sandwich zu probieren. So, weißt du, ich meine, wow. Ihr seht einfach, das Fleisch zu maximaler Zartheit gegart. So, das fällt schon fast von allein auseinander. Der ultimative Twist. Das ist ein Klecks Senf. Das Kalifornien Pastrami. Für die ultimative Ausgeglichenheit ein Biss von unserer Gurke. Was ist das für eine Sauergurke, Bro? Wenn es darum geht, Lebensmittel einzulegen, macht diesen Delis einfach niemand was vor. Wusstest du, dass das Fleisch eigentlich auch eingelegt ist? Ja. Das wird eingelegt wie eine Essiggurke, über ein bis zwei Wochen und dann erst gesmoked. Es bleibt im Wasser für ein bis zwei Wochen, das Fleisch. Hab ich nicht gewusst. Crazy. Wow. Aber dann hat es vielleicht noch... You guys are doing good? Everything's fine. Good. Thank you. Auch dieses Russian Dressing, das der unteren Seite des Brotes noch so eine leichte Säure verleiht. Wunderschön einfach dieses Sandwich. Bye. Hi. Was eine Erfahrung, oder? Was war das gerade? Guten Morgen, Los Angeles. So kann man in eine Foodtour starten. Ein Frühstück wie aus dem Bilderbuch. Und ich habe euch ja gesagt, wir sind an der Grenze zu Koreatown. Und K-Town in Los Angeles ist nicht irgendein K-Town, sondern es ist das größte Koreatown außerhalb der koreanischen Halbinsel. Dementsprechend, ihr könnt euch ja denken, in welcher Qualität es hier koreanisches Essen gibt. Deswegen lasst uns mal auf die Suche machen nach einem anständigen Korean Barbecue. Und ich glaube, man merkt auf jeden Fall, dass es zunehmend koreanischer wird. Also koreanische Schrift, koreanische Lebensmittelgeschäfte. An jeder zweiten Ecke liest du Korean Barbecue. Und es gibt hier ein sehr besonderes Korean Barbecue mit dem Namen Parks Barbecue, das so eines der besten in Los Angeles sein soll und das sich direkt vor uns befindet, gegenüber auf der anderen Straßenseite. Und ja, ich freue mich. Barbecue, Bro. Beef, Kimchi. Verhältnismäßig sehr, sehr großer Laden, ne? Wenn man die anderen Läden anschaut. Also, ja, den gehört einfach so vier so Abteile auf. Hi. Hello, hi. Hi. Do you have a table for two? Two barbecue? Yes. Where are you guys coming from? From Germany. Germany. Gleich vornweg, Leute. Ich war in meinem Leben vielleicht zwei bis dreimal Korean Barbecue essen. Dementsprechend bin ich ein kompletter Amateur. Also wehe, irgendjemand von euch lacht mich aus. Aber auf Empfehlung des Kellners haben wir jetzt auf jeden Fall die P1-Kombi genommen, welche verschiedene Fleischsorten beinhaltet. Unter anderem haben wir Prime Rib, wir haben ein Brisket und wir haben Short Rib, das jetzt gleich schön dünn geschnitten zu uns an den Tisch kommt. Wie ihr seht, die sogenannten Banchan, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, sind bereits an den Tisch gekommen, die man so als kleine Beilagen bzw. als Kombinations-Items zum Fleisch sehen kann. Was geht ab, Alter? Das ist mein erstes Mal, dass ich sowas mache. Und die Brisket-Stücke kommen so schön hauchdünn geschnitten und sobald sie die Grillplatte berühren, schmelzen sie schon so vor sich hin, ziehen sich zusammen, Fett und Fleisch wird eins, sieht einfach ultra saftig aus und es riecht auch schon extrem intensiv. Und ganz zu schweigen von dem, was noch
da hinten auf uns wartet, was noch auf den Grill kommen kann. Das Ribeye sieht so schön saftig aus und so perfekt marmoriert. Das Verhältnis aus Weiß und Rot ist fast 50-50. Also ich kenne mich nicht so krass aus, aber für mich sah das aus wie Wagyu Erste. Ich wollte die Frage aber nicht stellen. Ist es aber nicht. Ist einfach nur Top-Quality-Fleisch einfach. Krass. Es brutzelt, es zischt, es raucht. Nee, starten wir mal hier mit so einem schönen, dünnen Stück Brisket. Und lass uns das doch mal ganz klassisch mit Kimchi kombinieren. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob man das so macht oder nicht. Aber ich probiere es jetzt einfach so zusammen. Let's go. Das Fleisch ist crazy, extrem zart, schön fettig, intensiv, aber es ist nicht mariniert. Wir müssen das Brisket kombinieren mit der Soße. Einmal schön reindippen, nicht zu viel, nicht zu wenig, wie das dampft und riecht. Diese Fleischqualität ist Wahnsinn. Es schmilzt förmlich in deinem Mund. Und es ist fast besser wie jedes Steakhouse, das ich so besucht habe. Der Kollege meinte auch eben, dass man die Banchan kombinieren kann, wie man möchte. Man kann nichts falsch machen. Demnach, wir probieren uns einfach durch, machen unsere eigenen Kombinationen, haben einfach Spaß. Und ich muss auf jeden Fall jetzt die Beansprouts probieren. Die sehen auf jeden Fall gut aus. Wie schön rosa. Kennst du das, wenn du auf Fleisch beißt und du merkst, mit jedem Biss, mit jedem Mal kauen, ist noch mehr zu Kaugummi? Mm. Und es ist schwierig zu schlucken, ist genau das Gegenteil. Du beißt zweimal drauf und es verschmilzt mit diesem leicht scharfen, auch leicht säuerlich, so leicht fermentierten Beansprouts. Es ist ein bisschen kribbelt im Mund und dann diese Kraft, die von dem Fleisch kommt und diese... Mm. Und wir greifen an. Ich persönlich würde anfangen mit dem Ribeye, heißt es, oder? Ja. Das, aber es sieht schon ähnlich aus wie Wagyu, oder? Ja, voll, es hat eine krasse Marmorierung. Diese Adern, die durchlaufen, das ist schon sehr wunderschön gewesen. Ja, nehmen wir uns mal hier ein leckeres Stück. Perfekt gebraten. Auch man sieht einen leichten Fettfilm. Schöneres Fleisch habe ich selten gesehen. Dann nehmen wir uns ein bisschen Spinat. Spinat mit Tofu ist es, oder? Ja, Mann. Wow. Packen das hier schön drüber und dann sieht es aus, als wäre ich in einem 5-Sterne-Restaurant. Dippen ihn in diese Soße hier rein und sagen guten Appetit. Der Spinat bleibt hier stehen. Wow, ist dein Shit, gell? Absolut, absolut. Jetzt müssen wir nur noch was Scharfes finden und dann ist alles zu 100%. Chili. Ja, Chili Sauce, something like that. So, in der Zwischenzeit wurde der Grill auch ein bisschen nach unten geregelt, die Fleischstückchen zur Seite geschoben, ein bisschen weg von der Hitze, dass man sein Essen auch genüsslich genießen kann. Und vor allem die sehr dünnen und sehr schnell durchwerdenden Brisket-Scheiben wurden zu ihrem eigenen Schutz auf die Zwiebel gelegt, dass sie sie auch noch perfekt und in Ruhe genießen können. Sieht ein bisschen aus wie Bacon, oder? Rinderbacon. Rinderbrust? Ja. Ah, wow. Trotzdem probieren wir, während die Chili-Soße kommt, Brisket. Ich würde jetzt auch gar nicht mehr in die Marinade gehen, sondern es mal so probieren. Schon so ein Ding zwischen Chip und Fleisch und einfach perfekt getroffen. Wow, Crunch. Thank you. Thank you. Und noch einfach was, was man nicht alle Tage hat. Ne? Schon was Besonderes, muss man sagen. Das habe ich noch nie gegessen, sowas. Muss ich ehrlich sagen, die Machart, also wie das Fleisch gemacht ist, dass es so crunchy und leicht bröselig und trotzdem saftig ist, schon sehr, sehr stark. Und auch ein starker Laden, muss man sagen. Hier draußen unter diesem Zelt, auf diesem Parkplatz, ist eine krasse Atmosphäre. Jeder Tisch hat seinen eigenen Grill, angetrieben von dieser Gasflasche. Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Aber Bro, ich würde sagen, wir müssen das Fleisch, das auf dem Grill jetzt liegt, auf jeden Fall direkt aufessen, bevor das kalt wird. Es muss frisch genossen werden und dann freut euch auf den zweiten Gang, der dort schon bereitsteht und auf uns wartet. Tablett gewechselt für
Et voilà. Wir haben auf jeden Fall noch einen Gang unmariniertes Fleisch und dann kommt das marinierte Fleisch. Das wird auch nochmal special. Wir sind hier, Koreatown, LA und es schmeckt hervorragend. Es geht los, es geht los. Diese Marmorierung, ja. Was geht, wie viel Weiß, wie viel Fett in diesem Fleisch steckt. Und ich kann euch garantieren, das schmeckt man auch. Also vorhin hatten wir das in Würfel geschnittene Ribeye und jetzt haben wir das dünn geschnittene Short Rib. Und auch überhaupt eine starke Leistung, wie die vier Kellner einfach diesen gesamten Außenbereich im Griff haben. Für alle Leute grillen, auf das Fleisch achten, die Platten wechseln, die Banjans wechseln, nachfüllen, auffrischen. You ready? Die Ecken sind schon so schön knusprig, karamellisiert und in der Mitte kommt so dieser Fleischsaft oben raus und liegt auf diesem Fleischstückchen einfach. Und unser geliebter Kimchi darf nicht fehlen. Rot, fermentiert, saftig. Und wir brauchen noch was von diesen knusprigen Teilen. Was auch immer das sein mag. Was für ein schönes Häppchen, jo. Das ist das geilste Fleisch bisher. Echt? Wow. So zart. Das ist es. Das ist es. Ich habe kein einziges Mal auf dieses Fleisch gebissen, es ist trotzdem runter einfach. Und die Kombination aus diesem, ich weiß nicht, was es ist, vielleicht frittiertes Brot, diesem säuerlichen Kimchi, der so eine Frische reinbringt und diese Gurke, die alles ein bisschen abkühlt, befördert einfach von diesem schönen, saftigen, fettigen Fleisch. Wir sind im Paradies, meine Damen und Herren. Im koreanischen Paradies. Google it. Du isst, alles wird nur besser. Sei mal ehrlich, das erste Stück Fleisch und jetzt das. Unbeschreiblich gut. Und es ist wirklich krank. Ehrlich. Wir kommen zum Finale, Leute. Das marinierte Fleisch kommt auf den Grill. Wir haben jetzt noch dünner als das Fleisch davor geschnittenes Ribeye, mariniert mit Sesam und Jungzwiebel. Und es ist diesmal so ultra dünn geschnitten. Das sieht so frisch aus. So. Dieses Fett läuft an der Seite schon runter, verteilt sich auf dem Grill. Das Fleisch brutzelt und zischt einfach im eigenen Fett. So. Und dieser Dampf, der durch diesen Berg von Fleisch durchsteigt, uns in die Nase. Crazy. Und so langsam wird aus frischer, rosaner Farbe ein knuspriges, tiefes Braun. Ich glaube, das könnte jetzt nochmal dem Ganzen die Krone aufsetzen. Ich weiß, ich habe jetzt schon zum 20. Mal gesagt, dass das Fleisch saftig aussieht. Aber komm, warum sieht es wirklich saftig aus? Saftig, saftig, saftig einfach. Und das dippe ich jetzt nicht mehr in die Soße, weil es schon mariniert ist. Aber dafür gebe ich jetzt einen Klecks von dieser scharf, süßen Soße drauf. Bean Sprouts. Wie du schon gesagt hast, sieht aus wie so 3-Sterne-Häppchen. Einfach so ein matschiger Fleischball. Ich will dein Gesicht sehen. Das ist so saftig. Jetzt ist vorbei. Auch alleine wie ich muss so was Knuspriges hier nehmen. Rein damit. Ich sage dir. Sprachlos. Das war wahrscheinlich mit eines der saftigsten Bisse, was Fleisch angeht, die ich glaube je hatte. Du merkst das Fleisch nicht mal, weil es so, dein ganzer Mund läuft mit Wasser voll. Und Juice und Geschmack und scharf und sauer und süß und knackig und trotzdem soft. Komplett übernommen. Wow. Korea, hä? Wann fliegen wir nach Korea? Ich wollte gerade genau das gleiche sagen. Thank you, bye bye. Thank you. Hi, das war's, hä? Crazy, oder? Nee, es war stärker, als ich dachte, muss ich sagen. Also, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, jeder sollte das auf jeden Fall mal probieren. Ja, es hat so lecker geschmeckt und alle Sinne wurden einfach komplett auseinandergenommen, wenn man das so sagen kann. Mhm. Du warst wieder im Rausch, du kommst hier raus und dachtest, wie so eine kurze Zeitreise. Du bist ja, wieder ja, so bei Tageslicht einfach. Ja, Mann. Und die 2 Stunden,
unterm schwarzen Zelt haben auf jeden Fall die Sonne zum Vorschein gebracht. Ein wunderschöner Tag in Los Angeles, meine Damen und Herren. Peace, Freunde, was geht? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream. Wir sind auf dem Weg zu unserer nächsten Destination, zu unserem Finale. Tacos, wie ich euch schon angekündigt habe. Nicht irgendwelche Tacos, sondern so Street-Street-Tacos. Al Pastor-Spieß. Saftig. Alles drum und dran, serviert auf einer Ananas in einer Tortilla. Und auf dem Weg dorthin haben wir einen kleinen Livestream. Deswegen, wenn ihr da auch mal dabei sein wollt, checkt doch mal gerne mein Twitch ab. Kuss geht raus. 5 Meilen durch Los Angeles und 2 Stunden später und wir sind angekommen. Leo's Tacos Al Pastor. Die Sonne senkt sich hinter den Palmen der Stadt und die Taco-Trucks öffnen ihre Türen und wir werden unser Abendessen haben, Leute. Krass, dieser Stand, hä? Du kannst kaum reinschauen, du siehst einfach nur so eine angelaufene Scheibe und im Hintergrund kann man so leicht diesen sich drehenden Spieß sehen. Einfach dieses rot marinierte Fleisch. Und ja, wir stehen vor einer fetten Tafel, einem fetten Menü. Die Auswahl ist gigantisch, aber wir bleiben heute klassisch bei Tacos. 2x Taco Al Pastor, 2x Tacos Chopped Beef, 2 mexikanische Cola und ich glaube, wir haben ein schönes Dinner. An der Scheibe des Vordersitzes des Trucks kann man bestellen. Hola. Hello. Dos Taco Al Pastor and Dos Taco Chopped Beef. Einfach der Real Deal. Er sitzt auf dem Beifahrersitz und kassiert ab. Vor ihm die Kasse. Genial. Und hier das Fenster, bei dem du dir deine Bestellung wieder rausholst. Und innen drin passiert die Magie. Schade, dass sie keinen Spieß draußen haben. Das wäre noch geil gewesen. Ja. Nordpol einfach. Bedeckt mit Schnee. Was für eine Atmosphäre, yo. Hier auf so einem Tankstellenparkplatz. 2 Trucks. Ich kann mir vorstellen, sobald die Sonne hier untergeht, ist eine fette Party, Bro. Fleisch, Rauch. Vielleicht kommen die Spieße auch erst raus, wenn es dunkel ist. Man weiß es nicht. Oder sie sind drin wegen den aktuellen Gegebenheiten. Aber so oder so auf jeden Fall Bombenatmosphäre. Und ich freue mich jetzt auf 2, 3 saftige Tacos. Einfach Salsa. Es geht los. Ja, go. Alter, was geht? Ey, was für ein Wagen. Schau mal, einfach 10 Leute arbeiten auf 4 Quadratmeter. Dieser fette Spieß, wie er sich dreht vor der Flamme. Boah, dieses orangene Fleisch, so mariniert, so saftig, einfach zur Perfektion gegrillt. Und auf der fetten Platte, ich glaube, das ist Rindfleisch. Es entsteht einfach so ein Tornado aus diesem Rauch. Was geht ab? Das ist wirklich krass zu sehen. Ich glaube, diese LA Food Truck oder allgemein Food Truck Arbeit ist schon eines der intensivsten Gastroarbeiten, die es gibt. Alright, gracias. Bye bye. Abendessen ist serviert. Was soll ich euch sagen? 2x Taco Al Pastor, 2x Tacos mit Beef. Wir haben Salsas daneben, Salsa Rojo und Salsa Verde. Wir haben Guacamole, wir haben Cilantro und Zwiebeln. Vor allem die Beef Tacos können auf jeden Fall ein Upgrade vertragen. Guac, Salsa Verde. Vor allem Cilantro und weiße Zwiebeln müssen rein. Das ist schon wieder ein komplett anderes Bild. Taco Al Pastor. Ein Spritzer Zitrone. Ich frage mich, wieso die keine Limetten hier haben. Es scheinen wohl die Zitronentacos zu sein. Aber sicher trotzdem fein. Mariniertes Schweinefleisch, getoppt mit dieser Ananas, die auch oben mit aufgespießt wird. Sauer, süß, scharf. Ah, ich glaube, ich mache ein bisschen was Scharfes muss noch drüber. Salsa Rojo. Let's go. Das ist so original in Mexico City. Einfach das ist der Mexiko-Stadt-Taco. Dieses zarte, pikante Fleisch in Kombination mit dieser süßen Ananas. Und dieser Salsa und der Säure. Die geschmacklich unverkennbare Mais-Tortilla. Wenn du die im Mund hast, dann bist du einfach mit den Gedanken in Mexiko. Und auch wenn die, muss ich ganz ehrlich sagen, geschmacklich nicht ganz so krass sind, wie die, die wir in Mexiko statt haben, ich finde, da fehlt noch so ein bisschen die Röstaromen am Fleisch. Es hätte noch ein bisschen schärfer angegrillt sein können. Schmecken die auf jeden Fall wesentlich krasser, als sie auf den ersten Blick aussahen. Ist die rote Soße scharf? Könnte schärfer. Okay.
okay. Das heißt, du kannst gut drauf was drauf geben. Werde ich jetzt auch machen. Ah, aber die riecht nicht so säuerlich, die riecht schon scharf so. Also das ist nicht so dieses asiatische Schärfe, sondern wirklich mexikanische Schärfe einfach. Wunderschön, wunderschön, muss ich ehrlich sagen. Ich hab's vermisst. Auf den letzten Spot in dieser wieder mal wunderschönen Street-Food-Tour oder Food-Tour. Ich muss ehrlich sagen, wenn das Fleisch gut ist, okay? Zitrone, scharfe Soße, Kräuter, Zwiebeln, wie soll das nicht schmecken? Es ist unmöglich, dass es nicht schmeckt. Diese Maisteig hier, der es einfach so geil zusammenhält und auch irgendwie einen sehr geilen Geschmack hat. Sag mal ehrlich, die schmecken krasser als die aussehen, gell? Ja, ja. Absolut. Ich sag dir auch ehrlich, ich habe nicht so viel erwartet. Und die haben mir wieder so ein bisschen, waren sie über dem, was ich erwartet hätte. Ist wieder super gut. Ich hab's auch ehrlich vermisst, sehr lange nicht mehr gegessen auch. Die mexikanische Cola. Wow. Radieschen. Knackig, erfrischend, neutralisierend. Du bist bereit für den nächsten Taco. Chop, Beef, Salsa, Zitrone. Du hörst auch um dich rum nur Spanisch irgendwie. Ich bin einfach ein fetter Al Pastor-Fan. So dieses pikante Fleisch zusammen mit dieser süßen Ananas. Auch wenn ich Rindfleisch lieber mag, eigentlich ich müsste diese Ananas hier nehmen. Vom Al Pastor klauen. Und auf dieses Rindfleisch legen. Diese süße, frische Ananas in Kombination mit diesen scharfen Soßen und dem würzigen Fleisch ist einfach die ultimative Geschmacksexplosion. Das ist es einfach. Ich liebe diesen Biss. Meine Damen und Herren, Kuss geht raus an Mexiko. Und auch ein dicker Kuss geht raus an Los Angeles. Was ging ab heute? Was für eine Tour, was für ein schöner erster Tag. Einfach begonnen mit diesem Sandwich bis hin zu diesem wilden Barbecue, das wir hatten. Bro, die Steaks. Einer der besten Steaks, die ich je hatte. Und dann noch diese Tacos zum Abschluss, Bro. Dieser Spieß einfach. Wir waren zurück in Mexiko. Was ein wunderschöner Tag in Los Angeles. Kuss geht raus. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Und wir sehen uns morgen wieder. Beziehungsweise im nächsten Video. Peace. Kleiner Scherz, ihr wisst, wofür wir her sind, oder? Los Angeles ist wahrscheinlich eines der... Los Angeles ist... Los Angeles ist...